All right, guys, today we're going to be reacting to the 10 most important German inventions. I think we reacted to some of these videos before, but it seems there's more. There's more that we can learn from. This is a very small video, 5 minutes. I'm just doing this a little bit different since I'm in the middle of a couple things here. But I just wanted to pop in and just react with you guys in this video. So make sure you go to my Discord. Be part of the family and also like and subscribe. Important. Let's jump in and see what's going on. Hallo, in dem heutigen Video zeige ich euch die wichtigsten deutschen Erfindungen. Nummer 10, das MP3-Format. Es wurde von Hans-Georg Musemann und Karl-Heinz Brandenburg vom Fraunhofer Institut in Erlangen. I couldn't believe it when I knew that they was invented in Germany. I cannot believe it, man. How we just dismissed that? That's crazy. Ab 1982 und 1994 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit der MP3 können Musikdateien digital und komprimiert auf sehr kleinem Platz gespeichert werden. Der Qualitätsverlust durch die Kompression ist dabei sehr gering. Huge investment. Huge. Den 9. Platz belegt der Doppelkammer-Teebeutel. Erfunden wurde dieser von Adolf Rambold im Jahr 1949. Teabags zuvor wurden Teebeutel mit Leim verklebt, der den Geschmack beeinflusst hat. Außerdem verfärbten diese Teebeutel das Wasser und gaben nur wenig Aroma ab. Really? I thought that was English. Die Chipkarte schafft es auf Platz 8. 1969 reichte der deutsche Erfinder. You know what's crazy? A lot of these inventions, they look so minute, right? But the investment of making sure things are quicker, more efficient, it's just incredible. Jürgen Detloff das erste Patent für eine Chipkarte ein. Yeah. Mit der Chipkarte können Daten gespeichert werden oder es kann auch ein kleiner Speicher mit Betriebssystem wie bei einer SIM-Karte verbaut sein. Wer regelmäßig Kopfschmerzen hat, müsste mit der nächsten Erfindung vertraut sein. Und zwar belegt Platz 7 das Aspirin. Im Jahr 1897 schaffte es der Chemiker Dr. Felix Hoffmann, den Wirkstoff Acetylsalicylsäure in chemisch reiner und haltbarer Form zu synthetisieren. Es war das erste wirksame, schmerzlindernde, entzündungshemmende und fiebersenkende Medikament mit nur geringen Nebenwirkungen. Platz 6. Der erste Ohrenstöpsel. Der Berliner Apotheker Max Neckwehr erfand im Jahr 1907 mit Oropax. Oh, those are the little tampons for your ears. That was invented by the German. This is crazy. Praxistauglichen Ohrenstöpsel. Seitdem kann man bei erheblichem Lärm schlafen und seine Ohren bei einer zu starken Lärmbelästigung schützen. My mom used to bring those every night from her factory. She used to put them every night. My dad snored a lot, so. Das Aggregat 4 ist auf Rang 5. Rocket. Es war die erste Rakete im Rocket Weltall und wurde ab 1939 in der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde entwickelt. Mit dem Aggregat 4 konnte erstmals Nutzlast mit einer Rakete transportiert werden. In diesem Fall eine Tonne Sprengstoff. Well, isn't it? Didn't the United States took some of the Nazi ex-scientists to NASA, right? So that's one of the conspiracies, supposedly, that the United States after the war took some scientists from Germany to work on their own, you know, experiments. And that's how NASA became to be. Let me know in the comment section if I'm wrong, or I'm right. Here. Der Messerschmitt ME-262 because some of you guys were saying like, no, the British and the Americans, they already had the technology. But I'm wondering if the Germans were the first one using it in the war. Jäger und in Serie produzierte Jet. Jets erreichen eine Geschwindigkeit, die die damaligen Propellerflugzeuge nicht erreichen können. Damit hatte man einen Vorteil gegenüber den Alliierten. 1936 meldete der deutsche Physiker Hans-Joachim Pabst von Ohain das erste Düsenantriebswerk zum Patent an. Und 1939 wurde der erste Flug damit vollbracht. Wow. Platz 3.
Das erste Auto mit Verbrennungsmotor wurde von Carl Benz erfunden und er meldete am 29. Januar 1886 das Patent für ein Dreiradfahrzeug mit Verbrennungsmotor an. Er ist damit der Erfinder des ersten praxistauglichen Kraftwagens der Welt. Ein PKW oder LKW sollte jedem bekannt sein, aber man kann damit natürlich Personen oder Lasten transportieren. Der deutsche Physiker Moritz Hermann von Jakob entwickelte 1834 in Königsberg den ersten einsatzfähigen Elektromotor. Dieser ist auf Rang 2. Der Elektromotor erzeugt mechanische Bewegungsenergie, indem er elektrischen Strom umwandelt. In nahezu jedem Gerät und in jeder Maschine stecken ein oder mehrere E-Motoren. Den ersten Platz teilen sich gleich zwei Erfindungen. Sie sind beide so wichtig, dass man schwer sagen kann, wer die Nase vorne hat. Zum einen Platz 1a, na, wer hätte es gedacht, der Buchdruck. Johannes Gutenberg erfand etwa um 1440 den Buchdruck und die Druckerpresse für die Zeitung. Bücher mussten nun nicht mehr in mühseliger Arbeit einzeln abgeschrieben werden, sondern konnten maschinell in größeren Auflagen gedruckt werden. This was huge in the music industry, man. That really put things into, you know, make sure it was printed through the masses. That was huge. Huge investment. Wow. Huge investment, not only in the music, all of your books, right? Now you can just have documents being shared for the common man and common woman. So now they can just educate themselves and, you know, it really advanced a lot. Wow. Now that you think about a printing machine, what an invention. Werden. Damit konnten Bücher und das daraus resultierende Wissen auch in Schulen, Haushalten, Universitäten und so weiter genutzt werden. Und lagen nicht nur in unersetzbaren it was everybody just doing the little, you know, scripts. So everybody doing scripts. But now it's just like, not now, but before. And that made it easy for all of us. Herum. Platz 1b belegte erste Computer. Konrad Zuse, Computer invented in Germany, huh? Nach seinen Vorgängermodellen, den Z1 und Z3, wurde 1950 der Z4 an die ETH Zürich vermietet und war damit der erste kommerzielle Computer der Welt und außerdem der einzige funktionstüchtige Computer, den es damals in Europa gab. Der Computer berechnet beliebige Algorithmen, mit denen er gefüttert wird, in hoher Geschwindigkeit und fehlerfrei, und welche Auswirkungen er auf unsere jetzige Welt hat, dürfte jeder wissen. Because I know some of you guys were saying that some of these inventions were from Germans, of course, or some of these Germans were American Germans, or, you know, Germans American or German whatever from different countries. So I don't know how accurate is that. I'm wondering if a lot of these inventions were in Germany, in the country of Germany. If it is that, it's just, it's a great, great culture for inventions and entrepreneurship, by the way. Well, a lot of these inventions, I cannot imagine the world living without them. We'll be probably living in the Stone Age. Crazy, right? But let me know what you guys think in the comment section below. Like always, I'll see you in the next one.